Mega cool finde ich das. Ich bin heute früh schon mit Herzklopf aufgestanden. Ich habe mich riesig auf den Tag gefreut und ist echt Hammer geworden. Also hätte man eigentlich nicht besser machen können. Also ich wollte halt, dass Mama und Papa mitkommen. Da habe ich mir gedacht, vielleicht kann Oma und Opa vielleicht auch noch mit, wenn sie wollen. Ich habe dann damals nach wochenlangem Sparen dann meinen ersten Game Boy Color gekauft mit Pokémon Gelb damals und bin einfach nicht weitergekommen, weil ich so jung war, glaube ich, dass ich noch nicht mal wirklich fließend lesen konnte, bis dann mein Bruder, der damals irgendwann aus dem Urlaub kam, der schon lesen konnte, zu dem Zeitpunkt heimkam und mir dann an der einen oder anderen Stelle eben weiterhelfen konnte. Und der Moment dann da weiterzukommen, einfach noch bevor man den ersten Orden hatte, war einfach legendär, da erinnere ich mich heute noch gern dran. Also ich habe früher, ich glaube zu meinem 6. Geburtstag oder so, ich die feuerrote Edition mit so einem Game Boy Advance bekommen. Und naja, wie ich dann in die Schule gekommen bin, habe ich halt dann aber Freunde kennengelernt, die das auch spielen und auch Spaß dann hatten. Dann kamen dann auch immer auf dem Pausenhof die Pokémon-Karten dazu, wo wir dann immer getauscht haben. Ich bin der Dominik, ich betreibe den YouTube-Kanal Domtendo und ich habe hier heute in Bayreuth im Mediamarkt eine Autogrammstunde zum Anlass von Pokémon Sonne und Mond gegeben, weil die heute in Deutschland bzw. in ganz Europa erscheinen. Und ja, das wollten wir eben gemeinsam mit den Fans ein bisschen feiern. Und es ist überraschend, erfrischend, gut, innovativ und nahezu perfekt. Wirklich auch positiv für mich ist, dass man zum Beispiel im Trainerkampf selber den Trainer hinter sich sieht und es wirkt immer mehr natürlicher und die 3D-Effekte, die natürlich neu eingebaut wurden und die ganzen neuen Moves, die dabei sind, die sind schon schön. Hab YouTube geguckt, da habe ich so ein Video geguckt und da habe ich direkt gemeint, das brauche ich. Deswegen habe ich direkt meine Eltern gefragt, ob ich es haben darf. Am meisten habe ich eigentlich immer die Feuer-Pokémon, aber ich habe halt nur nie Pflanze genommen. Deswegen nehme ich dieses Mal Pflanze.